Der Besuch von Arafin und Katalet erreichen nun ihre Freunde endlich Kaelin. Doch befindet sich Kaelin mittlerweile unter der Herrschaft von Lundgren. Lundgrens Gefolgsleute liegen bereits auf der Lauer und betrachten Lynn nach dem Leben. Sie warten ungeduldig auf ihr Eintreffen und bereiten eine besondere Waffe vor. Ja, und damit heiße ich euch alle herzlich willkommen zu Kapitel 8, im Wirbel der Strategie. Und zu Let's Play Fire Emblem 7. Sieh doch, Nathan, die Berge sind schon so weit entfernt. So weit sind wir schon gekommen. Ja, die Linde ist Nathan. Das Schloss kann jetzt nicht mehr weit sein. Meiner Schätzung nach müssten wir das Schloss Salen in 2 Tagen erreichen. Sofern wir uns beeilen. Nur noch 2 Tage. Halte aus, Großvater, bitte. Lass den Kopf nicht hängen, Lynn. Wenn sie dich so traurig sehen, werden die anderen auch noch schwermütig. Florina, du hast recht. Durch Kummer wird die Situation auch nicht besser. Wir müssen schnell voran. Das ist doch schon viel besser. Lynn, Gefahr ist im Verzug. Was sagtest du? Ich kann gar nichts erkennen. Bist du sicher? Ich fühle es auch. Ich bin mir völlig sicher. Aha, Lady, keine Bewegung. Hm? Woher kam dieser Bolzen? Sie haben eine Ballista. Lord Lundgren macht jetzt ernst. Belagerungsmaschinen einzusetzen ist keine Heldentat. Das ist eine Ballista. Eine Waffe, die über große Entfernung eingesetzt werden kann. Nur Schützen können sie bedienen, aber sie können verheerend sein. Florina, du musst am Boden bleiben. Steige nicht in die Lüfte. Die Ballista wird sie sofort aufs Korn nehmen. Kann man sie denn bekämpfen? Es wäre am sichersten, jemanden mit guter Abwehr rauszuschicken. Wenn der Feind den Köder schluckt, verschwendet er so seine Bolzen. Dann können wir vorstürmen und den Schützen ausschalten. Will, könnt ihr eine Ballista bedienen? Ich habe es nie versucht, aber im Grunde ist es ja nur ein großer Bogen, oder? Ich werde es schon irgendwie herausfinden. Das sollte zumindest den Versuch wert sein. Mal sehen, was wir tun können. Nichts, weil wir Will nicht mitnehmen werden. Ah, Lady Lindis, Nathan. Ich muss mich um eine Angelegenheit von geringem Interesse kümmern. Daher kann ich euch jetzt nicht begleiten. Solltet ihr etwas aus meinem Vorrat mitnehmen, so nehmt es bitte jetzt. Ja, Matthew wird nicht am Kampf teilnehmen, aber es wird jetzt nicht weiter tragisch sein, denn wir brauchen ihn nicht. Ja, der Hammer, der mich letztes Mal etwas zu verzweifeln gebracht hat, bis ich gemerkt habe, dass ich ihn gar nicht brauche. Good job, me. Ja. Eine Ballista. Ein neues Element. Nur Schützen können sie verwenden, wie schon gesagt, und sie hat 5 Schuss. Und trotzdem ist sie sehr gefährlich, also müssen wir auf der Hut sein. Das steht fest. Alles klar. Dann kann es losgehen. Was habt ihr zu verkaufen? Ich kann nur Eisen machen. Ich habe sogar eine sehr interessante Strategie durch Chris herausgefunden, wie man das Kapitel gut abschließen könnte. Und diese werde ich auch benutzen. Und zwar werden wir mit Florina hier runterfliegen. Denn wie man sieht, hat die Ballista nur diese Reichweite. Und dann können wir hier hinfliegen und das war's dann auch schon. Dann ist die Ballista für Florina kein großes Problem mehr. Ja, aber trotzdem müssen wir aufpassen, denn die Magier sind auch nicht ganz ohne. Und dieses Kapitel hat Reverse Tri-Angle Weapons. Also, der Boss hat einen Axtmeister. Ist eigentlich ganz gut, weil dann können wir gut Schwerter gegen ihn benutzen. Ein Bandit hat einen Schwertmeister und ein Söldner einen Lanzmeister und ein anderer Soldat hat auch noch einen Axtmeister. Und im Dorf selber bekommen wir auch noch einen Lanzmeister.
Okay, der Schütze geht da lang. Das haben wir auch noch nie gesehen. Lass den Zane hier raus. Wir stellen Kent hier hin und greifen mit Rev den Schamane. Dass er den Schaden bekommen hat, könnte verheerend sein. Ich weiß nämlich nicht, wie viel Kraft so eine Balliste hat. Wie viel Death hast du? 7. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Das werdet ihr dann sehen. Worauf wartet ihr Hunde noch? Das sind nur Flöhe. Hundverstärkung fehlt sie hinfort. Ja, ja. Boah, schon wieder ein Crit. Kent, also bei dir läuft. Du bist eh fast Level 10. Werde ich aber nicht entwickeln. Mit dem Item. Noch nicht. Okay, die ist eh vorbei. Sehr gut, sehr gut. Ich stelle Ralph wieder in den Wald und heile ihn. Mit der seinen Schuss verschwendet. Ihr stellt euch hier hin. Und ich will nicht Kent die ganze Erfahrung geben. Deswegen machen wir es so. Oh, sehr defensives Level up. Das gefällt mir. Und da kommt Enemy-Verstärkung. Auf Gegner zu. Ja, Florida sieht nicht schlecht aus. Gut. Oh ja, stimmt. Oh fuck. Der ist ja auch noch da. Das ist nicht gut. Der Bandit will das Dorf zerstören. Hab total vergessen. Wir müssen natürlich aufhalten. Und dann kriegt Lin den Kill. Die Erfahrungspunkte und dann greift Kent an. Das könnte gefährlicher sein, das ist so ein bisschen das Problem, aber ich mache es. Bei denen kriege ich auf jeden Fall getötet. Okay, da ist sie auch schon ausgelegt. Oh, der hat sogar 6 Damage gemacht.
Okay. Okay. Ja, das war auch schon die Verstärkung. Auf hier unten. Ich glaube, der müsste jetzt seinen. Ne, der hat glaube ich noch einen Schuss. Den kriege ich tot. Gut, gut. Für die Erfahrungspunkte. Heizt dich hier nochmal. Der hat kein letztes Mal getroffen, das ist ziemlich gut. Dann holen wir uns jetzt den Lanzenmeister. Erinnert ihr euch ja noch an das Waffendreieck? Äxte und Lanzen und was nicht noch. Sehr wichtig, seid also bei der Auswahl sehr vorsichtig. Einige Waffen halten sich nicht an die gängige Regel. Dieser Lanzenmeister ist zum Beispiel einer solcher Waffen. Es ist ein Schwert, welches das Dreieck umkehrt. Wer diese Klinge führt, seid den Lanzen gegenüber im Vorteil. Allerdings gibt es einen Haken dabei. Äxte sind diesem Schwert überlegen. Nehmt es als Geschenk, sonst seid Belohnung dafür. Dass ihr dem Geplapper deines alten Mannes gelauscht habt. Nun seid nicht so scheu. Mir kann das Ding ohnehin nichts nützen. Ich kämpfe nicht. Nicht jeder kann ein Schwert dieses Kalibers führen. Doch bin ich sicher, ihr kennt jemanden, der dies vermag. Ja, den zum Beispiel. Dann müssen wir jetzt den Schützen ausschalten, weil der wird sich jetzt wieder aus der Balliste rausbewegen. Gesehen? Mit deinem Lanzenmeister. Du kannst eigentlich hier Zane angreifen. Ja, und du auch, aber du machst 0 Hit und 4 Damage. Aber das interessiert mich nicht. Ja, du bist tot. Oh, der hat sogar eine Crit-Rate. Gefährlich. Der Bandit ist auch nicht ganz ohne, hat auch eine Kritrate. Okay. Oh, Level Up für Lin. Na, kein Geschwindigkeit. Stark gegen Schwert, du hast eine Hitrate von 7 und. Das dürfte funktionieren. Ja, tut's auch. Dann ein Level Up für Florina. KP, Guess und Glück. Und der Kill geht an Lin. Alles klar. Verdammt! Sie müssen die Balliste eingenommen haben. Was geschieht hier nur? Sterbt euch endlich dieses Mädchen! Vorbei! Lord Blutwirre, ich habe versagt.
bete um die Verstärkung, die ihr versprochen habt. Ist es vorüber? Ja, ich kann keine feindlichen Soldaten mehr sehen. Dennoch, irgendwas lässt mir keine Ruhe. Was mag es sein? Es ist mir während des Kampfes aufgefallen, unsere Gegner. Sie waren Soldaten von Kaelin. Einige, gegen die wir gekämpft haben, habe ich sogar erkannt. Die von ihnen habe ich zusammen trainiert. Und dennoch haben sie uns ohne zu zögern angegriffen. Sie waren nur Verräter mit Finsternis im Herzen, die Lord Lundgren gefolgt sind. Welch Glück, dass wir sie los sind. Es bedeutet auch weniger Widerstand am Schloss. Ich hoffe, du hältst recht. Ich bin nur froh, dass Nils und Indien bei uns sind. Hätten sie mich der erste Schuss getroffen, hätte ich vermutlich nicht überlebt. Es ist uns eine Ehre, euch gut gedient zu haben. Wir lassen euch niemals im Stich. Ich weiß, daher lasse ich mich auf euch. Sieh an, ihr habt euch sogar um die Ballista gekümmert und ich habe außersehen X gedrückt. Naja, ich hatte sagen, worum es geht. Es geht auch darum, dass Lin sagt, wir sollten mit Elliewood sprechen, weil vielleicht kann noch irgendwas passieren, so dass sie denken, ja, wir würden jetzt gegen Xane rebellieren und Xane braucht Hilfe und so, dass die halt keine Verstärkung kriegen. Darum geht's eigentlich. Tut mir leid, dass ich das übersprungen habe. Aber nun denn, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da, abonniert, um kein Video mehr zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, noch einen schönen Tag.